Es würde mich auch freuen. Drück doch auf den Stream gerne einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank. Ja, Simon, ja, bin ich. Wir beginnen mal. Walkout muss mindestens einer kommen, Leute. Oh, okay. Es kommt ja jetzt schon einer. Okay, es ist kein Info. Brasilien. MS. Firmino schon wieder, Leute. 100k auf Save. Das zweite Mal, dass ich jetzt Firmino ziehe, innerhalb kürzester Zeit. Leute, das war ein Walkout auf Ansage. Ein Walkout auf Ansage. Geil. Sag jetzt nicht, dass der nur noch 86k kostet. Ich habe heute ein Video hochgeladen und da hat er noch über 100k gekostet. Alter. Scheiße. Erstes Pack, das ist ja zu heftig. Und ein Inform. So kann man starten, Leute. So starten wir in dieses Pack-Opening. So, Abfahrt, Leute. Zack. Komm, nächster Walkout, please. Okay, kein Walkout. Paddel, moin moin, aber Tafel ist da. Frankreich, ZOM, Fekir. Fekir, wie viel saftet Fekir, Leute? Fekir ist auch nicht schlecht. Sehr, sehr geil. Mondi, Arias, also ich denke, Fekir. Dieser Moment, wenn Makelele abgestoßen werden musste. Ja, Dämon, ich hab noch mit Simon darüber gesprochen. Also Re-Rap, Leute. Simon kann doch echt froh sein, dass das nur Makelele rechts Mittelfeld war. Weil er hat gesagt so, Alter, hätte er den Prime Ronaldinho gezogen und er hätte abstoßen müssen. Autsch, Leute. Schreibt mir mal kurz euren Gedankengang. Wie hättet ihr reagiert? Ihr habt so eine Icon-Wette, okay? Ihr zieht auf einmal Prime Icon Ronaldinho und ihr müsst ihn abstoßen. Wie würdet ihr reagieren? Ich glaube auch, dass ich Pipi in den Augen gehabt hätte. Hätte ich diese Icon-Wette bei der Crew oder so, hätte ich dazu gestimmt. Aber wir holen uns jetzt hoffentlich den nächsten Walkout. Der erste war Firmino. Noch ein Walkout, Leute. Come on. Dennis, ich liebe diese Packs. Eine Screenkarte. Torwart. Das ist ein Walkout? Das ist ein Walkout, Leute. Mein erster Screamy. Da könnte noch ein 90 Plus dahinter sein, schreibt jemand. Ah, okay. Aber Marcos Alonso kostet, glaube ich, 6k. Lukas ist am Start. Oxlade könnte was kosten. Hast du Insta? Ja, Leute. Ich habe auch Instagram. Pato FIFA. Genauso wie Twitter. Also, wenn ihr ein bisschen mehr über mich wissen wollt, ihr könnt mir dort sehr, sehr gerne ein Follow hinterlassen. Aber Tafel. Okay, wer kommt? Schlamm ZM. Ich dachte Goretzka. Könnt ihr euch noch an eines meiner ersten Chatpacks erinnern? Da haben wir eine Icon gezogen. Ich glaube im zweiten Chatpack auch. Und Team of the Year Kanté. Never forget, Leute. Werde ich niemals vergessen. Lass es ein guter Spieler sein. Nein. Warum singe ich gerade meine Stimme wund, wenn einfach nur ein Banega kommt? Habt ihr ein Feedback zu den Ganzen? Wie findet ihr dieses Pack? Ist es gut? Ist es nicht gut? Komm, ein Walkout. Wie ein Walkout, der nächste. Ist es jetzt der dritte oder vierte Walkout? Ein Inform. Das ist dieser Fabian, oder wie der heißt. Florian, Fabian. Wie heißt denn der? Fabian. 84 Inform. Okay. Bin ich auch teilweise damit zufrieden? Ich bin übertrieben zufrieden, dass wir so viele Walkout heute bekommen. Der nächste 3x84. Ja, das kann man lassen, Leute. Schmeckt gut. Ist das Promise? Ist das Vinadun? Ist das... Da muss ich ja gar husten. Es ist Strawman. Nacho zieht man mega, mega oft. Es ist Luis Gustavo. Shit. Bitte etwas Gutes. Icona wäre geil. Irgendwie glaube ich euch gar nicht. Alter. Dankeschön an meinen Twitch-Chat. Ich dachte gerade echt die Baller. Aber es wurde dieser Duffy. 81 Info. Ihr seid so kleine Schlawiner. Du bist ein Schlingel. Nein, Sebastian. Du bist ein Schlingel. 16 Uhr muss ich... Oh, Walkout! In diesem Tag? Wer ist drinnen? Come on! Salah, Leute! Also, das... Leute, wir haben das Pack mit Firmino begonnen und wir beenden das Pack-Opening mit Salah! Mohamed Salah, er ist wieder zurück! Alter! Oh mein Gott! Geil! Mohamed, er steht genauso wie vorher Firmino. Wie gut! Chat rastet aus. Geil, so muss das sein. Und die schreiben sogar GG.
ohne dass ich Chi-Chi im Chat sage. Sehr geil! Allah! Alhamdulillah! Mohammed Salah! Ein Jetpack, 100k Jetpack. Bin übertrieben gespannt. Ronan, letzte Pack diese. Dann wir seien offline. Ich schaue jetzt in den Chat rein. Mit der 3, mit der 2, mit der 1 und... Es ist schon wieder ein Abschluss im Farm. Es ist Salah, Leute. Und das in einem 100k-Pack. Ich habe leider Gottes eben aufgrund dessen, dass ich nicht fit war, habe ich leider nur Gold 2 geschafft. Beziehungsweise nur bis Gold 2 gespielt. Meine Wunschkarten, Mané, dann kann ich meinen Sadio verkaufen. Und Alexandre Pato. Alexandre Pato einfach wegen dem Namen, ne? Ich würde mal meinen, wir starten mal mit dem ersten Spieler, bitte. Lass es einer der zwei sein. Okay. Ich denke, wir bleiben bei Suso, ne? Ich glaube, wir bleiben bei Suso. Ich finde, es geht in Ordnung, Leute. Wenn ich die Wahl hätte zwischen Mané und Suarez, würde ich Mané nehmen. Eins, please. Please, 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 please. Irgendwas Gutes. Ah. Kein Alexandre Pato und kein Mané. Aber trotzdem für zwei Player Picks, es gibt echt schlechtere, ne? Es gibt echt schlechtere Picks, aber so ein Mané wäre schon geil gewesen. Mané oder Pato. Ich zeige euch mal mein United Team. Das habe ich euch auch noch nicht gezeigt. So starte ich in die erste Folge rein und wer mich auf Twitter hat, hat schon gesehen, es ist sehr, sehr gut zum Spielen. Besser Teamname. Ja. Sonst kommt wieder auf YouTube, ja, dass wir YouTuber faken und so weiter. Ich wollte es ja einfach mal ausprobieren und wenn mein Teamname United ist, dann wisst ihr was, ne? Dann kommen nur Probleme, so wie letztes Jahr. Gustavo, ich habe gerade ein Video geschnitten, ne? Und da war Gustavo auch schon wieder dabei, ne? Bist du Planet One dabei? Stand jetzt ja. Wie gut wäre das? Walkout, Portugal, Stürmer. Mané in Rot wäre auch... Walkout, Leute! Walkout, bitte was Gutes! Bitte was Gutes, come on. Ich wollte jetzt Portugal haben, Leute. Ich wollte jetzt Portugal, aber Handanovic, Borgots, geht klar. Schade, dass es kein... Handanovic geht fit. Geht fit für dieses... Oh, okay. Zweimal Inter Mailand. Let's go. Come on. Ein Walkout wäre geil. Ah, Shiki. Shiki hat erst einmal Packlack gebracht, ne? Shiki hat erst einmal was richtig... Oh, okay, ich nehm's zurück. Ich nehm's zurück. Ich glaube, der kostet ein bisschen was, ne? Ich glaube, der kostet ein bisschen was. Dele Alli. Oh, okay. Dele Alli, das sollte noch was kosten, ne? Für das, dass es kein Walkout ist, geht das übelst klar. Ich bin zufrieden. Mit Kanté wäre ich auch zufrieden. Ich habe noch nicht geöffnet und es steht Kanté. Komm. Komm, please. Irgendwas Gutes, please. Vielleicht ein Walkout. Ist ein Walkout, Leute. Arturo Vidal. Arturo Vidal, oder? Bitte lass es wenigstens Arturo sein. Lass es nicht Aleš Vidal sein. Ja, okay. Ich weiß nicht, wie viel er kostet, aber Arturo Vidal, ich bin zufrieden, Leute. Für das, dass ich krankheitsbedingt nur auf Gold 2 gekommen bin, muss ich schon sagen, ich bin zufrieden mit dem Reward. Ist jetzt nicht so der Yellow from the Egg, aber ein ganz angenehmes ist okay. Sehr, sehr gut. Dann öffnen wir die auch noch runter, vielleicht ziehen wir da auch noch was Geiles. Aber in diesem Pack irgendwas zu ziehen, Broski hat zwar heute eine Icon gezogen, aber ich ziehe eigentlich nur Kacke. Rinja. Wem noch? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Hey Pato, ich feiere dich echt mega. Komm ja auch aus Österreich. Viel Glück noch weiterhin. Dankeschön. Nicht schon wieder? Leute, ich ziehe in jedem Stream Firmino. Ich ziehe in jedem... Leute, in meinen letzten 3 Streams habe ich Firmino gezogen. Ich habe auch gar nicht gesehen, dass ein Walkout kommt. Und ich habe heute, ich habe vor meinem Stream, habe ich das zweite Roberto Firmino Pack geschnitten. Also in einem Video kommen zweimal Firmino vor. Der Bobby ist da. Ich habe nicht gesehen, dass er ein Walkout ist. Ich habe Fabinho 4 oder 5 Mal gezogen. Und Roberto Firmino in den letzten 2 Wochen 3 Mal. Wir kaufen uns aber auf jeden Fall Alexandre Pato. Hashtag Pato in die Kommentare. Jetzt mal eine dumme Frage. Kommt dein YouTube-Name von Alexandre Pato oder heißt du so? Kuba, ich heiße so. Dann ist er jetzt der Anführer. Warte, Rodrigo fehlt auch noch, Leute. Eigentlich ist Rodrigo der Anführer der Reservebank, aber das ist zu krass. Mit dem habe ich eine Geschichte, mit denen habe ich eine Geschichte und mit El Sharawi habe ich eine Geschichte.